Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Post-Corona-Ära strukturieren, wie wir sie gestalten. Und da kommt mir natürlich das Wort Reset in den Sinn. Sie möchten nicht, dass du es weißt, Ernst Wolf. Die Macht des WEF geht unendlich viel weiter. Eine der entscheidenden Institutionen auf der Welt ist. Und ich bin der Sache dann mal wirklich nachgegangen und habe dann mal die gesamte Geschichte des WEF aufgerollt, dass die Macht des WEF doch noch viel weiter geht, als ich es bis dahin vermutet hatte. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Yes, wir gehen ins Video rein. Über den WEF und zwar, sie möchten nicht, dass du es weißt. Ernst Wolf. Ernst Wolf, auf jeden Fall guter Mann, hat mich schon den ein oder anderen Talk von ihm reingezogen. Wir haben auch mal im Stream auf einen Talk von ihm reagiert. Sehr, sehr wild. Also ist ein Bruder, der schon lange diese ganzen Geschichten studiert und auf jeden Fall sehr viele Einblicke hat, auch schon sehr viele Bücher geschrieben hat und er hat halt auch ein Buch geschrieben über das World Economic Forum und darüber erzählt er in diesem Talk hier. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Haut mal einmal eine 1 in den Chat rein, wenn ihr mit am Start seid, wenn ihr down seid. Ernst Wolf, guter Onkel. So, Leon, kennst du Florian Homm? Natürlich kennen wir den Florian. Den Talk, auf den ich auch schon reagiert habe, den gibt es auch hier auf dem Kanal online. Müsst ihr mal reingucken. Leon Lovelock Highlights unter Doku It In Man ist ein Talk von Florian Homm und Ernst Wolf, auf den wir reagiert haben, wo es um diese ganze Ukraine-Russland-Geschichte geht. Sehr interessantes Video, kann man sich heutzutage immer noch geben. Aufschlussreich auch an der Stelle. Deswegen gebt euch böse, wir gehen rein ins Video. Let's go. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, wie wir die Post-Corona-Ära strukturieren, wie wir sie gestalten. Und da kommt mir natürlich das Wort Reset in den Sinn. Die Macht des WEF geht unendlich viel weiter. Also ich habe in den letzten Monaten immer mehr gemerkt, dass das WEF also eine der entscheidenden Institutionen auf der Welt ist. Und ich bin der Sache dann mal wirklich nachgegangen und habe dann mal die gesamte Geschichte des WEF aufgerollt. Und ich muss sagen, ich bin bei einigen Dingen sehr, sehr überrascht gewesen, dass die Macht des WEF doch noch viel weiter geht, als ich es bis dahin vermutet hatte. Die neue Agenda des WEF, die dreht sich ganz stark um den Transhumanismus, also um die biometrische Erfassung der Menschen. Man muss Klaus Schwab eines zugutehalten, also er hat alle Trends, alle technologischen Trends der Zeit immer sehr gut erkannt und ist immer sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Wir sehen ja im Moment, dass die Menschheit irgendwie abgelenkt werden soll. Also wir sollen ja abgelenkt werden, entweder über den Klimawandel, dann sollten wir abgelenkt werden über die Gesundheitskrise, dann gibt es die Inflation, dann gibt es den Krieg, jetzt gibt es hier in Deutschland im Moment die großen Polizeirazzien. Das WEF hat in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren die ein oder andere Datei verschwinden lassen. Also das Letzte, was verschwunden ist, nur ganz interessant, um was Aktuelles anzusprechen. Krass, Digga. Ich hab Bock auf das Video, ich schwör's dir. Ich hab mir nämlich noch nicht viel über den WEF reingezogen und über Klaus Schwab etc. Bin ich selber gar nicht im Bilde, deswegen ist es immer geil, so Informationen zu bekommen. Und ja, Mann, ich hoffe, ihr habt auch Bock. Liebe Zuschauer, Sie sehen schon, unser Gast Ernst Wolf mal wieder auf diesem YouTube-Kanal. Ich freue mich riesig, Ernst, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir über dein neues Buch sprichst. World Economic Forum, die Weltmacht im Hintergrund. Ich denke, der unsere Videos und unsere Gespräche kennt, weiß, dass es heute wieder mal ganz, ganz tief geht. Und ich muss sagen, dieses Buch verbirgt wieder wirklich wertvolle Informationen. Aber an allererster Stelle herzlich willkommen. Vielleicht lässt du den Zuschauern mal ein bisschen mies recherchieren, Freunde. Ja? Informationen da, um was es Shoutouts an Kianusch. In dein Buch geht, bevor wir dann so richtig tief starten. Hi, Ernst. Ja. Tiefe denn, man. Danke für die Einladung, Dominik. Also das Buch, was mich dazu bewogen hat, das Buch zu schreiben, waren eigentlich die Ereignisse der letzten 2,5 Jahre. Weil in den letzten 2,5 Jahren ist mir so langsam klar geworden, wie wichtig das WEF weltweit geworden ist. Also die meisten Leute kennen das WEF ja inzwischen aufgrund des Buches von Klaus Schwab über den Great Reset. Und die meisten Leute wissen, dass das WEF jedes Jahr einmal die Mächtigen und die Reichen in Davos zusammenbringt. Und viele wissen inzwischen auch, dass die korporative und die politische Elite zum großen Teil vom WEF ausgebildet wurde. Aber die Macht des WEF geht unendlich viel weiter. Also ich habe in den letzten Monaten immer mehr gemerkt, dass das WEF also eine der entscheidenden Institutionen auf der Welt ist. Und ich bin der Sache dann mal wirklich nachgegangen und habe dann mal die gesamte Geschichte des WEF aufgerollt. Und ich muss sagen, ich bin bei einigen Dingen sehr, sehr überrascht gewesen, dass die Macht des WEF doch noch viel weiter geht, als ich es bis dahin vermutet hatte. Also das Ganze fing ja an. Sind es die Cousins, die auch diese Bilderberger-Treffen machen, oder was? 1971, da hat ein deutscher Professor, der in der Schweiz gelebt hat, zwei Studiengänge dort absolviert hat, für ein Jahr an der Harvard-Universität gewesen ist. Da hat der nach mit 5 Jahren Berufserfahrung plötzlich die Idee gehabt, ich muss jetzt ein Symposium kreieren unter dem Namen European Management Forum. Und ich muss ganz viele europäische Topmanager nach Davos einladen,
und die da mit den Top-Speakern der Erde zusammenbringen. Da habe ich mich als erstes mal gefragt, wie kann das sein, dass jemand in dem Alter von 32 Jahren mit so wenig Berufserfahrung, ohne eine also grandiose Erfolgsgeschichte, es schafft, über 400 Spitzenmanager zusammenzubekommen. Und diese Leute waren allen Ernstes für 2 Wochen in Davos. Das war vor den Handys. Also die haben sich 2 Wochen lang aus ihrem Beruf verabschiedet, sind da gewesen und haben da den Top-Speakern ihrer Zeit zugehört. Alleine die Kosten für dieses ganze Unternehmen müssen absolut gigantisch gewesen sein. Also der Mann kann das nicht aus eigener Tasche bezahlt haben. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, mal nachzuforschen, wo die Geldflüsse herkommen, wichtig. Wer denn wohl die Hintermänner dieser ganzen Sache gewesen sein können? Und da gibt es also eine ganz einfache Antwort. Klaus Schwab hat 1 Jahr an der Harvard-Universität verbracht. Er ist da auf Henry Kissinger gestoßen. Kissinger haben wir auch schon mal gehört. Professor. Er ist auf John Kenneth Galbraith, also einen Berater mehrerer Präsidenten, einen der wichtigsten Zukunftsforscher seiner Zeit, gestoßen. Und diese 3 Männer hatten schon länger einen Plan, nämlich amerikanische Geschäftsmethoden nach Europa zu bringen. Es war damals nämlich so ein bisschen so, dass die europäischen Manager sich vor der Übermacht der USA gefürchtet haben. Es gab damals ein Buch von einem französischen Medienmogul, Servan Schreiber, das hieß Die amerikanische Herausforderung, das war ein Bestseller. Und das drückte so ein bisschen auf die Ängste der europäischen Wirtschaftsführer, dass sie von den USA überrollt werden können. Und die Amerikaner haben darauf sehr geschickt reagiert. Sie haben nämlich dieses ESM mit Klaus Schwab an der Spitze offensichtlich von hinten inszeniert und den europäischen Managern auf diese Art und Weise versprochen, wir machen euch bekannt mit amerikanischen Geschäftsmethoden, sodass ihr genauso erfolgreich sein könnt wie die Amerikaner. Und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Also da muss sehr viel Geld im Hintergrund geflossen sein, weil wer heute mal in Davos weilt, der weiß, wenn man da 400 Leute unterbringen will für 2 Wochen, dann muss man 6... Was ist Davos oder wo ist das? 7-stellige Beträge hinlegen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Top-Speaker der Zeit damals auch schon 5- bis 6-stellige Summen für ihre Auftritte genommen haben, dann weiß man, dass da ganz, ganz viel Geld im Hintergrund geflossen ist. Und tatsächlich, das Ganze ist ein Riesenerfolg gewesen. Das ist dann auch weitergegangen. Also Klaus Schwab hat das dann fortgeführt im 2., 3. Jahr. Interessant ist, dass er das sofort nach der ersten Veranstaltung Schweiz als Stiftung in der Schweiz angemeldet hat. Und noch interessanter ist, dass die EG-Kommission sofort die Schirmherrschaft übernommen hat. Also er hatte einen Brückenschlag von den USA nach Europa gemacht. Und zwar die EG-Kommission, das war die Vorgängerin der EU-Kommission. Damals war es ja noch die Europäische Gemeinschaft und nicht die Europäische Union. Und der wichtigste Mann damals war Raymond Barre. Das war der EEG-Kommissar und der war dann später auch Finanzminister und Premierminister in Frankreich. Also der hatte da gleich die obersten Leute aus der politischen Riege da auf seiner Seite. Und das Ganze ist dann fortgeführt worden. Interessant waren auch die Gäste, die dann eingeladen wurden. Also beim 2. und 3. Symposium haben dann Otto von Habsburg gesprochen. Dann ist Werner von Braun da gewesen. Das sagt mir nichts, die Namen. Dann hat bei einem der nächsten Symposien hat der niederländische Prinz Bernhard die Schirmherrschaft übernommen. Also er hat das geschafft, da immer so die prominentesten und die größten Namen dahin zu schaffen. Interessant ist auch der Hintergrund dieser Leute. Also sowohl Werner von Braun als auch Prinz Bernhard der Niederlande haben eine ziemlich dubiose nationalsozialistische Vergangenheit. Ich schwör's dir, ich habe schon gefühlt. Ich habe schon gedacht, bestimmt irgendwas mit Nazis. Also das hat diese Leute von Anfang an überhaupt nicht gestört, wo aus welcher politischen Ecke die Leute kamen. Aber das Ganze ist weitergegangen. Und interessant ist dann, wie viel Macht dieses Symposium dann an sich gerissen hat in den 70er, 80er Jahren. Also ab 1984 hieß es dann World Economic Forum. Krass, okay, das ist dann in dem WEF gebündelt, ja? Als Ende der 80er Jahre, muss ich sagen, war es vermutlich eine der wichtigsten Institutionen auf der Welt. Weil Ende der 80er Jahre ist ja in Deutschland die Mauer gefallen. Und nach dem Mauerfall in Deutschland war natürlich die Bestrebung, das große Deutschland wieder zusammenzufügen, sehr groß. Und das große Problem damals war, dass die britische Regierung und die französische Regierung vehement dagegen waren. Also sowohl Margaret Thatcher als auch François Mitterrand wollten auf keinen Fall die deutsche Wiedervereinigung genehmigen. Warum? Die amerikanische Regierung hat sich zurückgehalten. Und interessant ist, diese deutsche Wiedervereinigung ist dann von Klaus Schwab und dem WEF in die Wege geleitet worden. Was? Krass, Digga. Das erste Treffen zwischen Hans Modrow, dem letzten starken Mann der DDR nach Egon Krenz, und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl damals, hat in Davos stattgefunden im Beisein von Klaus Schwab. Und offensichtlich mit dem grünen Licht der Amerikaner im Hintergrund.
Die Amerikaner waren natürlich daran interessiert, die europäische Gemeinschaft zu schwächen. Und die haben sich gedacht, ein großes Deutschland wird auf jeden Fall die Macht der Briten und der Franzosen eindämmen. Auf diese Art und Weise ist dann die deutsche Wiedervereinigung tatsächlich zustande gekommen. Genauso interessant ist das, was dann anschließend in Russland passiert ist. In Russland, also das WEF hat sehr früh Beziehungen zu Michail Gorbatschow aufgenommen. Als Michail Gorbatschow dann gefallen ist und von Jelzin abgelöst wurde, haben sie sich sofort Jelzin zugewandt. Und als Jelzin dann bei der nächsten Wahl zu verlieren drohte, haben sich die großen Oligarchen in Russland in Davos zum Davoser Pakt zusammengeschlossen und haben beschlossen, Jelzin ist unser Mann, der muss an der Macht bleiben. Und dann haben das waren insgesamt 6 Oligarchen, einer war der größte Medienunternehmer in Russland, die haben zusammen mit Schwab dann dafür gesorgt, dass Jelzin an der Macht blieb und dass das westliche Kapital dann mit den Oligarchen Russlands gemeinsame Sache machen konnte. Also das sind jetzt nur 2 Beispiele, wie unglaublich stark die Macht des WEF geworden ist. Im weiteren Verlauf hat es zum Beispiel mitgemacht bei der Gründung wichtiger Organisationen. Macht auch Sinn, ne? Wenn du so, ich meine, die Top-Manager der Welt beziehungsweise aus Europa zusammenbringst mit den größten Speakern der Welt, dass die einen gewissen Einfluss auf die Gesellschaft beziehungsweise auch auf die Politik haben können, so. Ist halt krass. Was soll ich dir sagen? Wie die G20. Die G20 sind auf Initiative von Klaus Schwab gegründet worden. Es gab ja vorher die G7 und die G8. Klaus Schwab hat immer darauf gedrängt, dass man auch Entwicklungs- und Schwellenländer hinzunimmt. Wir hatten ja jetzt gerade das G20. Man müsste mal ein bisschen noch über Klaus Schwab recherchieren. So. Ich kenne den gar nicht. Natürlich hat man hier und da mal seinen Namen gehört, aber was so bei dem die Hintergründe sind, wo der herkommt und so eine Sachen. Ist der Deutscher oder was? Oder Schweizer? Und viele haben sich gewundert, warum darf Klaus Schwab darauf auftreten? Der Grund ist ganz einfach. Klaus Schwab ist der Initiator dieser ganzen Veranstaltung. Genauso hat er mitgemacht bei der Gründung der Impfallianz Gavi. Die ist im Jahre 2000 in Davos gegründet worden. Also, und später sind dann auch andere Organisationen unter Mitwirkung des WEF entstanden. Und zwar ID 2020 und andere Organisationen. Oh shit, davon haben wir auch schon mal gehört, ID 2020. So wie KTDI, Known Traveler Digital Identity, da geht es immer um die biometrische Erfassung der Menschen. Also die neue Agenda des WEF, die dreht sich ganz stark um den Transhumanismus, also um die biometrische Erfassung der Menschen. Also man muss Klaus Schwab eines zugutehalten, also er hat alle Trends, alle technologischen Trends der Zeit immer sehr gut erkannt und ist immer sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Aber insgesamt muss man sagen, das WEF ist nichts anderes als, es ist im Grunde keine Stiftung, sondern die größte Lobbyorganisation, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Krass, Digga. Unglaublich. Jetzt habe ich natürlich mehrere Fragen. Und zwar zum einen für die Zuschauer, die sich jetzt die Frage stellen, wo sie noch mehr dazu erfahren können. Wir wollen das Buch auch direkt unter das Video verlinken. Dort könnt ihr das Buch bestellen. Aber bevor wir... Dominik Kettner, Edelmetallexperte. Okay. Tief in das Buch reingehen, du hast 2 Dinge erwähnt. Und zwar einmal die Schweiz, also Davos als Gründungsort und zeitgleich Klaus Schwab, der Gründungsvater. Wir wissen jetzt aber alle auch aus deinen Erklärungen, dass natürlich Interessensgruppen dahinter standen, die das finanziert haben müssen. Wie weit konntest du in deinen Recherchen bisher vorandringen, um zu sagen, wer die wirklichen Ideengeber dahinter sind? Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, selbst wenn es Klaus Schwab nicht mehr gäbe, die Idee des World Economic Forums würde nicht über Nacht mit seinem Abtreten dahin siegen, sondern es würde weitergehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig hinzuschauen. Kannst du zu den Namen, die du vorhin schon gesagt hast, und Organisationen vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Das liegt einfach alles offen da. Also man muss sagen, also Präsidenten und Regierungschefs kommen und gehen, aber Klaus Schwab und das WEF bleiben. Also Klaus Schwab ist ja... Die sogenannten Marionetten. Ein relatives Phänomen. Der Mann ist inzwischen 84 Jahre, macht das Ganze seit 52 Jahren. Aber das Ganze wird mit seinem Ableben dann nicht aufhören, sondern diese Organisation wird weitergehen. Um zu wissen, wer die Ideengeber sind und wer die Interessensvertreter sind, muss man sich einfach nur die Partner und die strategischen Partner des WEF angucken. Und zwar gibt es 1.000 Unternehmen, alle mit Milliardenumsätzen, rund um den Globus, die als Partner des WEF 5-stellige Jahresbeiträge zahlen, um an die Informationen zu kommen und an informellen Treffen teilzunehmen, also um Teil dieses World Economic Forum zu sein. Und dann gibt es noch 120 Unternehmen, die gelten als strategische Partner. Das sind auch große Unternehmen mit Milliardenumsätzen, zum Teil allerdings auch etwas kleinere Unternehmen, die allerdings im Bereich der Biometrie arbeiten und deswegen für die Zukunft wahrscheinlich sehr wichtig sein werden. Und zum Teil auch Start-up-Unternehmen, wo man auch sagen kann, die sind technologisch einfach am Zahn der Zeit und die werden in den nächsten Jahren ganz wichtig werden.
Diese Unternehmen zahlen inzwischen hohe sechsstellige Beträge für ihre Mitgliedschaft in dieser Organisation. Du musst dir mal reinziehen, Alter. Hohe sechsstellige Beträge jährlich, um teilzunehmen an dem World Economic Forum. Wo du dann natürlich auch krasse Informationen kriegst, ne? Wenn da die größten Unternehmen drin sind mit den größten Umsätzen von der ganzen Welt, dann willst du natürlich als Unternehmen da auch Teil von sein, weil du dann natürlich auch irgendwie wahrscheinlich auch Informationen kriegst, die den anderen nicht so zugänglich ist und die sich untereinander organisieren und dann entscheiden, okay, wie sollen wir was in eine gewisse Richtung pushen, so. Ist halt, Bro, das sind halt mächtige Menschen und irgendwo macht es ja auch Sinn, ne? Ich meine, wenn du Geld hast und Macht hast, dann willst du dieses Geld und diese Macht nicht mehr verlieren. Dann schließt du dich zusammen mit anderen Menschen, die Geld und Macht haben und versuchst alles ein bisschen zu kontrollieren, sodass du diese Macht und dieses Geld nicht mehr verlierst. So. Dann muss man auch noch sagen, dass das World Economic Forum nicht nur zu den westlichen Regierungen, deren Regierungschefs sie ja teilweise ausgebildet haben oder wo sie in den Kabinetten ganz groß vertreten sind, dass die auch hervorragende Beziehungen zur kommunistischen Partei in China haben. Also das World Economic Forum hat praktisch als erste Organisation in den 70er Jahren erkannt, was in China los ist, hat dann nach der Öffnung Chinas, also nach der Abschaffung der Planwirtschaft und der Umkehr Chinas zum Kapitalismus sofort zugegriffen, hat dort ein Büro eröffnet und hat dann die ganze Eingliederung Chinas in die Weltwirtschaft begleitet und vor allem dafür gesorgt, dass westliches Kapital in China reinfließen könnte. Eine ganz wichtige Sache in Bezug auf die Zusammenarbeit mit China ist, krass, also die arbeiten auch mit China zusammen, ja? Die Rolle von BlackRock. Also BlackRock. Oh shit, da sind wir bei BlackRock. Habe ich ja auch in dem Talk mit Kianosch erwähnt. Und dann habe ich ja auch gesagt, dass die Leute, die sich da noch ein bisschen intensiver mit beschäftigen wollen, mal Ernst Wolf abchecken sollen. Weil der auch immer sehr gern bei diesen Geldströmen am Start ist und das studiert, wo welches Geld hinfließt, wer welches Geld verwaltet auch. Man durfte ab 2006 in China aktiv werden. Und zwar als sogenanntes Joint Venture. Also die Chinesen haben immer noch diese Angst gehabt, wie zu Zeiten der Planwirtschaft oder der Umfunktionierung der Planwirtschaft und haben ausländischen Unternehmen nur gestattet, als Joint Venture aufzutreten. Das heißt, ausländische Unternehmen mussten sich ein chinesisches Staatsunternehmen als Partner suchen. Im Jahre 2021, im Sommer 2021, ist diese Regulierung für BlackRock als erstem Unternehmen aufgehoben worden. Interessant ist, dass im Board of Trustees, also im Vorstand des WEF, niemand Geringeres als Larry Fink, der Chef von BlackRock, sitzt. Also da kann man sehen, dass es diese Achse Peking, also die kommunistische Partei in China und der digital-finanzielle Komplex des Westens, dass diese Achse inzwischen real geworden ist. Ich glaube auch, um den Zuschauern zu veranschaulichen, welche Macht beispielsweise BlackRock hat. Wir haben auch gerade erst darüber ein Video gemacht mit ungefähr 10 Billionen US-Dollar, also 10.000 Milliarden. 10.000 Milliarden? What the fuck? Kann man als BlackRock nahezu jede Regierung und jedes Land lenken. Und spannend dabei ist auch, dass Larry Fink zwischenzeitlich immer mehr Menschen von BlackRock in der deutschen Regierung positioniert, was mich auch gewundert hat, dass dies so offensichtlich gemacht wird. Und wer das Ganze verfolgt, der weiß auch, dass Larry Fink vor allem die Ideologien von Klaus Schwab in die Welt hinausträgt. Gerade hier ein wichtiges Thema, das wir jetzt ansprechen werden, werden auch die zentralen Digitalwährungen sein, oder die Digitalwährung der Zentralbanken, die uns jetzt allen bevorstehen. 2023 sollen die ersten Prototypen starten, ernst. Und ich kann mir vorstellen, dass noch nicht jeder begriffen hat, wie ernst die Lage eigentlich ist, denn das könnte das Ende unserer Freiheit sein. Würdest du das so unterschreiben und wie siehst du die? Das sind die Kryptowährungen von den Regierungen dann quasi auch, ne? Von den großen Zentralbanken. Auch krass. Entwicklung und den das Voranschreiten. Und dann ist über unser Geld auf jeden Fall totale Kontrolle und Verfügbarkeit. Digitalwährungen. Genau. Wir sehen ja im Moment, dass die Menschheit irgendwie abgelenkt werden soll. Also wir sollen ja abgelenkt werden, entweder über den Klimawandel, dann sollten wir abgelenkt werden über die Gesundheitskrise. Dann gibt es die Inflation, dann gibt es den Krieg. Jetzt gibt es hier in Deutschland im Moment die großen Polizeirazzien gegen Fußball-WM. Wie bitte? Die Fußball-WM kommt noch dazu. Dann kommt die Fußball-WM, das ist ganz wichtig noch, als ganz große Ablenkung. Brot und Spiele hat immer gut funktioniert. Also wir werden alle abgelenkt. Aber man muss sagen, dass das Projekt CBDC, also Central Bank Digital Currencies, also digitale Zentralbankwährung, im Hintergrund mit einem Turbo getrieben wird im Moment. Also die haben es offensichtlich unglaublich eilig, dieses Geld unter die Leute zu bringen. Und was interessant ist an diesem Geld, ist, dass im Moment jetzt ein Großversuch in den USA läuft, also zwischen der Federal Reserve und einigen großen Finanzunternehmen. Also da sind die Kreditkartenunternehmen dabei, da sind die größten Banken wie die Bank of America und Citibank dabei. Ganz interessant ist, dass dieses neue Geld übrigens ein Zweiklassengeld sein wird.
Das wird das erste Geld auf der Welt sein, was ein Zweiklassengeld ist. Was heißt das? Zwar wird es zwei verschiedene CBDCs geben. Es wird eine Wholesale-CBDC geben und eine Retail-CBDC. Und allein an den Namen sieht man schon, dass Europa und Deutschland ganz besonders die Entwicklung vollkommen verschlafen hat, weil es gibt noch nicht mal deutsche Ausdrücke dafür. Also Wholesale ist das englische Wort für Großhandel, Retail ist das englische Wort für Einzelhandel. Es gibt also eine Großhandels-CBDC und eine Einzelhandels-CBDC. Die Wörter verraten einem nicht, was dahinter steckt. Tatsächlich steckt dahinter, dass es eine CBDC geben wird, die zwischen der Zentralbank und den großen Banken und den großen Finanzinstituten gehandelt werden wird. Und dass es eine zweite CBDC gibt. Für uns Bauern. Die Retail-CBDC, die für uns normale Bürger und für den kleinen und mittleren Mittelstand gelten wird. Das Fußvolk. Also das wird das erste Zweiklassen-Geldsystem sein, wobei die Retail-CBDC für uns natürlich unglaubliche Nachteile mit sich bringt. Also ich, das ist irgendwie so undenkbar, ne? Stell dir vor, es gibt kein normales Geld mehr, also kein Papiergeld mehr und kein echtes physisches Geld mehr, aber dann auch, weiß ich nicht, ob das dann Euro noch heißen wird, Dollar heißen wird, Yen heißen wird, wie die dann heißen werden, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man sich jetzt gar nicht richtig reinversetzen kann. Ich glaube, wir werden dann einfach auch wieder vor die Tatsachen gestellt und dann heißt es einfach, ja, ab nächstes Jahr gibt es nur noch das und das und dann müssen wir mitziehen. An das erinnern, was ich immer sage, die wird damit verbunden sein, dass uns individuelle Steuersätze auferlegt werden können, individuelle Zinssätze, dass uns Strafzahlungen auferlegt werden können, dass man jede unserer Transaktionen wird verfolgen können, dass man uns an ein Sozialkreditsystem wird binden können, dass man das Geld geografisch wird ausrichten können. Das heißt, dass es... Ich meine, die Geldströme mitverfolgen machen sie sowieso jetzt schon. Ja? Also dass wenn du mit Karte bezahlst, die meisten zahlen ja heutzutage mit Karte und dann kann man ja auch wirklich nachverfolgen, was du wann wo gekauft hast, wenn du auch diese, wie heißen die, Payback-Punkte sammelst und so. Also dein Einkaufsverhalten wird sowieso schon getrackt, um die Daten dann auch zu verkaufen und dann, also an Unternehmen zu verkaufen, damit die dann gucken, welche Produkte wir wie machen müssen, wie viel wir davon machen müssen, etc. So. Aber wenn das dann wirklich an so ein Sozialsystem, an so ein Sozialkreditsystem gekoppelt wird und du Scheiße in der Gesellschaft baust, in deren Meinung, zum Beispiel dich ins Treppenhaus setzt und was gegen die aktuelle Grippewelle, die gerade kommt, gegen die Maßnahmen dagegen sagst, dann kann es sein, dass die einfach dann mit einem Knopfdruck einfach dein Krypto-Money, dein digitales Geld einfach einfrieren können und du gefickt bist. In bestimmten Gegenden ausgegeben werden kann, dass es zweckgebunden ausgegeben werden kann und dass es an, wie in China an ein Sozialkreditsystem angebunden werden kann, was uns dann das Kaufen bestimmter Gegenstände unmöglich machen kann. Also ich vermute, das wird dann an so etwas wie an den ökologischen Fußabdruck des Einzelnen geknüpft werden. Also wir sind ja im letzten Jahr auf diese QR-Codes vorbereitet worden im Rahmen der Gesundheitskrise. Ich denke, dieses ganze Thema Gesundheit hat sich weitgehend erledigt, weil die Leute das einfach nicht mehr glauben. Aber ich fürchte, dass man jetzt... Wir haben uns schon dran gewöhnt, mit QR-Code irgendwo reinzukommen auf jeden Fall. ...mehr auf Klimawandel setzen wird und dann Einschränkungen vornehmen wird im Namen des Klimawandels. Wobei diese gesamte Agenda auf genau den gleichen oder... Das sagen viele, dass der nächste Lockdown ein Klima-Lockdown sein wird. Ähnlichen Lügen beruht wie die gesamte Gesundheitskrise der letzten 2-3 Jahre. Naja, wenn man den Äußerungen der Medien glaubt, dann sind die Zweifel, die man überhaupt an dieser Ideologie der Klimaagenda, wenn man es mal so ansprechen darf, überhaupt nicht mehr gestattet. Also es gibt eigentlich nur eine Wahrheit. Die Wahrheit wird wiederum vertreten von gewissen Großbanken, gewissen Großkonzernen, natürlich auch wieder. Über das Klimathema könnte man sich auch mal eine Doku reinziehen, oder Freunde? Da muss man ein paar Vorschläge müssen da mal rüberkommen. Könnt ihr mir gerne schicken per Instagram oder auch gerne per Discord. Ausrufezeichen Discord in den Chat reinfetzen, Videovorschläge und da rein mit den Dokus. Ich habe Bock auf jeden Fall auf Dokus. Von diesem World Economic Forum. Es gibt aber auch eine Gruppe von Wissenschaftlern, gerade aus England, auch erst eine Veröffentlichung in den Medien gemacht worden, wo es darum geht, dass man genau diesem Klimawandel entgegentritt und ihn anzweifelt. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es in eine ähnliche Richtung abdriften wird, wie es bei der Impfung war. Die Ungeimpften, die Bösen oder jetzt entsprechend diejenigen, die vielleicht auch beim Krieg gegen einen Krieg sind und gegen Waffenlieferungen, sind ja genauso geframed wie die Ungeimpften zu dem Zeitpunkt. Safe. Der Pandemie und in Zukunft könnten es diejenigen sein, die auch dieser Klimaagenda nicht trauen und vielleicht nicht glauben. Siehst du das ähnlich kommen? Gibt es dafür schon erste Anzeichen? Ich meine, in der Öffentlichkeit scheint es ja nur noch die Ansicht von Greta Thunberg zu geben.
Ja, es wird ja auch über die Sprache wird das den Leuten ja langsam untergeschoben. Also wir haben in den letzten 2,5 Jahren erlebt, dass ganz viele Leute diffamiert wurden als sogenannte Corona-Leugner. Also das war ja auch ein Begriff, unter dem ich lange Zeit firmieren musste, obwohl ich diese Krankheit nie geleugnet habe. Und jetzt gibt es den Begriff des Klimaleugners. Also da wird sofort werden die Leute ins Abseits gestellt, die irgendwelche Zweifel an den offiziellen Versionen haben. Und das ganz Gefährliche ist ja an dieser ganzen Situation, dass wir es tatsächlich mit einer ökologisch bedenklichen Situation zu tun haben. Also wir müssen uns ja gar nichts vormachen. Die Welt befindet sich nicht in einem sehr guten Zustand. Die Weltmeere sind in einem katastrophalen Zustand. Die Luft ist verschmutzt. Die Wälder, die haben große Probleme. Es gibt jede Menge menschengemachte Probleme auf der Welt. Nur mit dem Klima hat das alles sehr wenig zu tun und noch weniger hat es zu tun mit den Maßnahmen, die deswegen ergriffen werden sollen. Die Maßnahmen, die ergriffen werden sollen, die gehen ja alle unter diesen Oberbegriffen SDG, also Sustainable Development Goals von den United Nations, oder die gehen unter ESG, das ist dann Environment, Social und Governance. Das ist ja so einer der Lieblingsbegriffe der Grünen heute. Das ist im Grunde nichts anderes als ein Sozialkreditsystem für Unternehmen. Da werden Unternehmen danach geprüft und in Schubladen gesteckt, je nachdem, wie sie auf diese bestimmten Kriterien reagieren. Im Grunde ist das Ganze nichts anderes als die Vernichtung des Mittelstandes. Weil die großen Unternehmen, die können diese ganzen Einschränkungen hinnehmen. Die können auch mal so und so viel Dollar oder Euro bezahlen für jede Tonne CO2, die sie ausstoßen. Der Mittelstand kann das nicht. Also das Ganze ist nichts anderes als ein perfider Generalangriff auf den Mittelstand, der leider, muss ich immer wieder sagen, vom Mittelstand bisher nicht richtig erkannt wird. Ja, wir merken es selbst, auch Lieferanten bei uns haben mittlerweile angekündigt, wenn wir in 1 bis 2 Jahren nicht... Der Mittelstand muss immer leiden. Mittelstand und die Leute, die gerade neue Unternehmen gegründet haben, zum Beispiel auch in der Corona-Krise, wie viele Leute, die gerade ein neues Unternehmen, Jungunternehmer, Mittelstand, sind in den Arsch gegangen wegen dieser ganzen Corona-Pandemie. Die Großen natürlich können das verkraften, haben sogar noch mehr Geld gemacht teilweise in dieser Zeit. Aber die kleinen Leute, die sich gerade was aufbauen, sind halt dann meistens am Arsch. Neutral sind, dürften sie uns nicht mehr beliefern. Auch hier, wenn wir mal über die 2 verschiedenen CBDCs sprechen, also die Wholesale-CBDC, könnte natürlich auch dazu führen, dass letzten Endes den Banken auferlegt wird, gewisse Auflagen zu machen, also den Geschäftsbanken von den Zentralbanken auferlegt, damit sie eben genau nur noch den Unternehmen Kredite ausgeben, die einen ordentlichen CO2-Stempel haben, die genau diese Agenda erfüllen. Und ich glaube, vielen ist das noch nicht bewusst. Ich hatte gerade erst einen Vortrag von mittelständischen oder auf einer mittelständischen Veranstaltung und habe dann wirklich in die Gesichter geschaut und gefragt, warum steht ihr nicht auf? Warum, ihr wisst, was passiert, warum steht ihr nicht auf? Und ich glaube einfach, die Antwort darauf ist tatsächlich so lapidar, dass viele... Also dass Angst. Vielen immer noch zu gut geht. Also man sorgt dafür, dass viele Unternehmen entsprechend immer noch gut überleben können und jetzt nach und nach alles bröckelt. Man sieht es ja bei den ersten Großkonzernen, die abwandern wie BASF, die sich im Ausland, also in China in dem Fall, neue Produktionsstandorte aufbauen aufgrund der fehlenden Energieversorgung. Uns folgen immer mehr und mehr Unternehmen. Doch die Wahrnehmung der Unternehmen, dass doch wieder alles besser werden könnte, ist immer noch da. Was muss denn passieren, dass die ersten Unternehmen in Bewegung kommen? Weil ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass da draußen alle ihren Mund halten und zuschauen, was hier auf dieser Bühne abläuft, Ernst. Ja, ich denke, also ich vermute, dass die andere Seite einfach darauf setzt, dass sie im Moment das System noch so ein bisschen so füttert und am Leben erhält, um dann plötzlich also einen ganz großen Crash herbeizuführen. Weil ich denke, die merken, wenn sie es jetzt langsam so zerbröckeln lassen, dann wachen immer mehr Leute auf. Wenn sie es aber auf einmal plötzlich einstürzen lassen, dann ist die Chance größer, dass sie mit ihrer Agenda durchkommen. Und die Agenda der anderen Seite, die ist ganz durchsichtig. Also sie werden diese CBDCs einführen wollen über das universelle Grundeinkommen. Und dieses universelle Grundeinkommen wird nur dann funktionieren, wenn wirklich Millionen von Menschen am Boden liegen. Also wenn die ganzen mittelständischen Unternehmen wirklich die Waffen strecken, wenn deren ganze Angestellte dann wirklich in den Straßen sitzen und kein Geld mehr verdienen und anfangen, wirklich sich Sorgen zu machen, wo bekomme ich mein Essen her, dann werden die auftauchen und sagen, passt auf Leute, wir geben euch dieses universelle Grundeinkommen. Und dann wird die Falle zuschnappen. Die Hoffnung, die ich dann trotzdem noch... Wir sind auch kurz davor vor diesem universellen Grundeinkommen, oder? Habe ich das falsch verstanden? Habe ich irgendwo mal einen Bericht gesehen? Aber auch wenn dieser Worst-Case-Szenario eintreten sollte, die Hoffnung, die ich habe, besteht ganz einfach darin, dass dieses neue Geldsystem nicht funktionieren wird. Weil Geld funktioniert so einfach nicht. Aber ich habe ja vor ein paar Jahren mal einen Vortrag gehalten, den man im Internet noch finden kann, bei WIR, also Wissen ist relevant. Da habe ich die Geschichte des Geldes mal erklärt und die sollte man sich unbedingt mal vor Augen halten. Dann wird man merken, dass Geld nicht einfach per Mausklick erzeugt werden kann.
auch nicht von der Regierung, auch nicht von der Zentralbank, auch nicht vom digital-finanziellen Komplex. Also dieses neue Geld wird nicht funktionieren. Wenn es tatsächlich eingeführt wird, werden wir in eine Ära von Bürgerkriegen eintreten, die erst dann enden wird, wenn man erkennt, dass das auf jeden Fall nicht der Weg in die Zukunft der Menschheit ist. Zurück zum Goldstandard, Digga. So, ich glaube, die beste Entwicklung, die wir machen können, ist zurückzugehen. In vielen Hinsichten. Und Christine Lagarde hat ja extra angekündigt, dass der Digital-Euro nicht das Bargeld verdrängen soll, wenn auch beispielsweise in Schweden das Bargeld mittlerweile keine Rolle mehr spielt und in vielen anderen Ländern, gerade seit die Pandemie Einzug fand, immer weiter abklingt. Und eine Sache möchte ich auch noch erwähnen, und zwar, sie sagte, der Digital-Euro wird nicht zum Sparen sein. Das heißt, wir werden eine Währung bekommen und das auf offizieller Bühne verkündet, die nicht dazu dienen soll, dass wir noch in der Lage sind zu sparen, was ja zeitgleich zur Aussage des World Economic Forums passt, dass uns nichts mehr... Egal, dafür hast du dein Grundeinkommen. Sei einfach nur systemkonform, sei nicht kritisch, bleib ruhig. Hier hast du dein Grundeinkommen, musst nicht sparen. Scheiß auf deine Träume, scheiß drauf, was du vielleicht noch erreichen möchtest. Alles cool. Hören wird und wir auch im Jahr 2000... Das sind die schmackhaft machenden Vibes. ...dass ich hoffentlich noch glücklich sind, aber genau hier besteht meiner Meinung nach der Widerspruch, dass Geld anders funktioniert. Schön, dass du das auch nochmal... Schauen wir doch nochmal ein Stück weit zurück zu deinem Buch, und zwar du hast über das European Management Symposium oder Forum gesprochen, das später zum World Economic Forum wurde. Wann gelang denn diesem Forum der Durchbruch zur weltweiten Macht über diese gesamten Finanzeliten und die Finanzindustrie? Was waren die entscheidenden Punkte? Wer waren die entscheidenden Menschen? Spielen die heute noch eine Rolle? Vielleicht nochmal hier ein Stück weit auf die Recherchen in deinem Buch. Ja, also die entscheidenden Menschen sind fast alle heute nicht mehr am Leben. Also da ist Klaus Schwab eine ganz große Ausnahme. Aber Klaus Schwab hat auch insofern sehr großes Glück gehabt. Also im Jahre 71, als er das erste Forum damals durchgeführt hat, das war ja das Jahr, in dem der Dollar auch vom Gold getrennt wurde. Also da gab es natürlich ein unglaubliches Interesse seitens des Finanzsystems, also möglichst viel Macht an sich zu reißen, weil man wirklich damals Angst hatte, dass das ganze Währungsgefüge in der Welt zerbrechen würde. Dann 1973 ist das Bretton Woods-System komplett aufgehoben worden. Da sind die Wechselkurse dann freigegeben worden. Das war dann das nächste wirkliche Ereignis, was die Finanzindustrie bewogen hat. Also wir müssen jetzt unsere Kräfte zusammennehmen und wir müssen irgendwo eine Organisation schaffen, die uns weltweit vertritt, die uns weltweit vernetzt, die uns hilft, unsere Agenda überall durchzusetzen. Und da kam noch etwas dazu, was natürlich auch wieder eine glückliche Fügung des Schicksals für Klaus Schwab war. Wir haben ja 1973 den Yom Kippur-Krieg gehabt. Dieser Krieg hat damals zur großen Ölkrise geführt. Und diese große Ölkrise hat natürlich riesige Probleme mit sich gebracht. Und da hat Klaus... Der Dollar ist doch mit dem Gold nicht getrennt. Doch, Bro. Hat er doch eben gesagt. Irgendwann in den 70er Jahren wurde der Goldstandard aufgehoben. Ich habe sofort schnell zugegriffen. Der hat nämlich damals ein Symposium, ich glaube damals sogar in Arabien durchgeführt und ein weiteres in Montreux. Da hat er nämlich das westliche Geld zusammengebracht mit dem ganzen Geld aus dem Nahen Osten. Und da hat er diesen Unternehmern, also praktisch diese Unternehmer miteinander vernetzt und damit eine riesige neue Finanzkraft geschaffen. Interessant ist, dass damals auch eine der großen Organisationen, ich weiß nicht, ob es die Weltbank oder der IWF war, einen Kredit vereinbart hat mit Geldgebern aus, ich glaube, Saudi-Arabien, möglicherweise auch einigen anderen Ländern aus dem Nahen Osten. Das war der größte Kredit, der bis dahin jemals vergeben wurde. Und wer hat diesen Kredit eingefädelt? Das WEF unter Klaus Schwab. Also da sind sehr viele Dinge zusammengetreten, zusammengekommen. Digga, dieser Klaus wird mir immer unsympathischer hier an der Stelle. Man sagen muss, also ab 1975, 76 war das WEF schon eine Großmacht. Und das ging dann eben in den nächsten Jahren weiter, weil ja die große mehrere Krisen dann auch im Finanzsystem dann zu bewältigen waren. Die 70er Jahre waren ja die Jahre, in denen in Amerika die Inflation plötzlich außer Kontrolle geriet, in der man dann plötzlich den Leitzins auf 22% angehoben hat. Also da waren sehr, sehr viele Faktoren im Hintergrund, die Klaus Schwab in die Karten gespielt haben und die dafür gesorgt haben, dass den Mächtigen es sehr zugute gekommen ist, dass sie sich schnell kurzschließen konnten mit anderen Gleichgesinnten und ihre Agenda auf diese Art und Weise durchziehen konnten. Und für mich also die wichtigen, ganz großen Ereignisse danach waren die ich schon angesprochen habe, also die deutsche Wiedervereinigung, dann die Zementierung der Macht der Oligarchen und dann ab 2000 natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Bill und Melinda Gates Stiftung. Also nach dem WEF die zweitwichtigste Stiftung auf der Welt und die drittwichtigste Stiftung, das sind die Bill und Melinda Gates Stiftung und die George Soros. Der Billy Boy. Der Billy Boy, der Jutzte. Der Foundations Stiftung. Also die drei sind natürlich ganz wichtig, wobei die Bill und Melinda...
Leon, connecte dich mal mit Charles Fleischhauer für einen Talk. Der sagt 100% zu. Charles Fleischhauer, who's that? Die Stiftung sehr eng immer zusammengearbeitet hat. Das haben wir ja alle gerade mitbekommen in den letzten 2-3 Jahren, vor allem im Rahmen der Gesundheitskrise. Spannend dabei ist auch aus seinem Buch recherchiert, im Jahr 1987 hatten diese Eliten schon, ich sage jetzt mal, technologische Fortschritte. Damals die Videotelefonie hast du auch angesprochen. Ist es heute auch noch der Fall? Also ich habe mich erst kürzlich, ich darf den Namen leider nicht nennen, mit einem ehemaligen NATO-Mitarbeiter unterhalten, der mir erzählt hat, dass sie bereits um 1990 rum Flatscreens besaßen und Glasfaser, wo andere Menschen noch nicht mal ins Internet dachten. Ist es heute auch noch so, dass genau dieser technologische Fortschritt dafür sorgt, dass derartige Eliten auch diese Macht immer weiter zentralisieren und immer größer werden lassen? Oder hat sie das mittlerweile durchs Internet zerteilt? Das ist wirklich eine ganz furchterregende Entwicklung. Und zwar, Klaus Schwab hat ja nicht nur das Buch The Great Reset geschrieben, sondern er hat ja im Jahre 2016 schon die 4. industrielle Revolution geschrieben. Und das Buch, da sollte man auch mal einen Blick reinwerfen, das nimmt wirklich in erschreckender Weise die Zukunft vorweg. Weil Klaus Schwab ist ja ein Transhumanist, also ist ein Mann, der davon ausgeht, dass die Menschheit auf ein höheres Level gehoben wird. Und zwar ist doch der Vater von Yuval Harari auch, oder? Die tun einfach diese Sachen voraussehen, beziehungsweise schon steuern. Und ich bin mir auch sicher, dass es immer Technologien gibt, die gewisse Leute vorher schon haben und dann irgendwann für uns Fußvolk auch freigegeben werden. Was sagt ihr dazu? Durch die Verschmelzung der digitalen Sphäre mit der Glaubt ihr, die Sachen kommen einfach so raus und wir kriegen alle direkt den Zugang dazu? Oder glaubt ihr, dass es gewisse Technologien schon vorher irgendwo gibt und die dann irgendwann für uns auch freigegeben werden? Logischen Sphäre. Das Ganze nennt sich biodigitale Konvergenz oder Transhumanismus. Und das muss man sagen, damit verlässt Klaus Schwab auch für mich also die Plattform der Menschlichkeit, weil das ist eine Zukunft, die mit der ich also mich überhaupt nicht mehr identifizieren kann und die in meinen Augen in eine ganz schreckliche Richtung führt. Weil für mich ist das Wichtigste an einem Menschen seine Selbstbestimmtheit. Und wenn es zu dieser biodigitalen Konvergenz kommt, dann gibt der Mensch seine Selbstbestimmtheit auf. Es werden ja im Moment also Versuche durchgeführt. Wir wissen ja, dass Elon Musk da ganz führend ist. Übrigens, Elon Musk ist auch einer der Young Global Leaders des WEF, was viele nicht wissen. Echt, ja? Bei Elon Musk bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil der macht manche gute Sachen, aber manchmal denkt man sich auch so, okay, der hängt auch mit drin. Er ist also auch aus der Schule von Klaus Schwab. Militär ist Jahrzehnte voraus. Ah jo, die hatten ja auch das Internet schon vorher, ne? Und Elon Musk treibt ja mit seinem Unternehmen Neuralink im Moment dieses Implantieren von Chips ins Gehirn des Menschen voran, sodass der Mensch also nicht mehr in der Google-Maschine nachgucken muss, sondern über seine Gedanken diese Google-Maschine in seinem Kopf steuern kann. Das bedeutet, dass dieser Mensch natürlich abhängig wird von Informationen, die ihm von außen, natürlich von der Elite, angetragen werden. Und wir wissen alle, was passiert, wenn wir dann alle unsere Informationen nur noch über Wikipedia bekommen, dann wissen wir ganz genau, wer Antisemit ist, wer Verschwörungstheoretiker ist. Schwester. Werden wir auch keine Zweifel mehr daran haben. Und deswegen ist diese ganze Zukunft... Wieder eine Cousin, den wir uns vorher reingezogen haben bei dem Video von Ketzer der Neuzeit, der gesagt hat, man muss vertrauen, was die Wissenschaft sagt. Und man muss dann auch seine eigenen Gedanken und Gefühle ausschalten, weil die Wissenschaft ist immer richtig. Man sollte sich beugen. Und für mich so unglaublich gefährlich. Und Klaus Schwab ist jemand, der in mehreren Interviews gezeigt hat, dass er da überhaupt keine Hemmungen kennt, sondern dass er da richtig begeistert davon ist. Also es gibt ein Interview auf Französisch mit dem Schweizer Fernsehen, wo er wirklich die Katze aus dem Sack lässt, wo er 26 Minuten lang darüber spricht, wie großartig diese Zukunft wird, wenn die Menschen dann tatsächlich mit der digitalen Sphäre verbunden sind und so ein höheres Level der Menschheit erreicht haben. Also da ist eine ganz gefährliche Entwicklung unterwegs, von der wir natürlich überhaupt gar nichts erfahren. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie nah wir bereits an diesen Szenarien sind, denn Elon Musk macht diese Versuche schon längst mit Affen und in den... Und ich glaube, in Schweden gibt es doch auch schon so Chip-Partys, wo die sich dann alle Chips einpflanzen lassen, ein bisschen Käse essen und Wein trinken auf gemütlich. In den letzten 6 Monaten laut eigener Aussage, in dieser Woche sogar noch, hat Elon Musk bekannt gegeben, dass man in den nächsten 6 Monaten beginnen möchte, diese Versuche bei Menschen zu starten. Wenn man dann liest, dass es mittlerweile die erste Fabrik gibt, in der Roboter selbst Roboter bauen, dann treten wir jetzt in ein Zeitalter ein, der Science-Fiction, zumindest fühlt es sich für mich ein Stück weit so an. Was können wir denn tun, um genau diese Entwicklung zu unterbinden? Ich meine, ich bin großer Verfechter deiner Ansätze, wie du es auch gerade gesagt hast, der Unabhängigkeit, vor allem der menschlichen Unabhängigkeit. Und die verlieren wir bei der Verschmelzung.
in diesem transhumanistischen Szenario. Also macht es Sinn, auch hier aufzuklären, auch hier irgendwie vorzugehen und zu sagen, wir verhindern das. Welche Möglichkeiten siehst du denn? Denn gefühlt ist man ja auch ein bisschen wehrlos gegen diese globale Agenda, die von allen Seiten gerade durch diese Technologiekonzerne vorangetrieben auf uns einprasselt. Was sagt ihr? Elon it in man oder Elon it out man? Wichtig ist es, die positiven Entwicklungen auch zu sehen. Es gibt auch positive Entwicklungen. Also die Gegenseite ist im Moment unter ganz großem Druck. Also die stehen eigentlich mit dem Rücken zur Wand. Also diese Gesundheitskrise hat dazu geführt, dass sehr viele Leute sehr kritisch geworden sind. Also die glauben jetzt nicht mehr alles, was ihnen die Regierung und die Großkonzerne erzählen. Also man muss sich dazu nur die neuen Zahlen der, ich sage jetzt mal Injektion, um das Wort nicht zu benutzen, damit das Video nicht gesperrt wird. Also man muss sich die Zahlen der 4., 5., 6. Injektion einfach mal ansehen. Die sind so niedrig, dass man davon ausgehen muss, dass Leute, die das 4-mal mitgemacht haben, ein 5. und 6. Mal nicht mehr bereit sind, das mitzumachen. Das heißt, diese Leute sind in gewisser Weise schon aufgewacht. Die wissen, dass sie da belogen worden sind, die machen diese Agenda nicht mit. Und dann gibt es für mich ein ganz, ganz ermutigendes Szenario. Und da dreht es sich um den Konzern Meta, früher Facebook. Mark Zuckerberg hat ja vor einigen Jahren ganz vollmundig angekündigt, er wird sein Unternehmen jetzt umbenennen in Meta, weil die Zukunft der Menschheit liegt im Metaversum. Er meint also diese zweite Realität, in der wir alle dann Virtual Reality Brillen tragen und uns dann aufs Sofa legen und dann in einer anderen Welt leben. Er hat gesagt, vor einigen Monaten noch hat er gesagt, dass wir in 5 bis 10 Jahren 1 bis 5% unserer Zeit im Metaversum verbringen werden. Und dieses Projekt, muss man sagen, ist krachend gescheitert. Es hat überhaupt nichts... Ja, Metaverse ist voll gescheitert, ne? Soll überhaupt nicht spannend sein. Habe ich auch letztens ein Video gesehen von irgendeiner YouTuberin, die da mal im Metaverse drin rumgesteppt ist. Und es war halt irgendwie voll nicht nice. Auf der anderen Seite sehe ich immer wieder auch Rapper in Amerika über das Metaverse reden. Ich glaube, Snoop Dogg veröffentlicht mittlerweile Alben und so im Metaverse. Leute designen Schuhe fürs Metaverse. Also da ist ja wirklich so eine Parallel-Reality am Start, wo du dann dich selber anziehen kannst, Musik hören kannst, Musik kaufen kannst, diese ganzen Sachen. Ja, keine Ahnung, wie das noch weitergeht, aber ich glaube, das ist noch nicht so ausgereift und so geil, wie die sich das vorgestellt haben. Funktioniert. Meta steckt im Moment in großen finanziellen Schwierigkeiten. Man muss sich nur den Börsenkurs von Meta angucken. Der ist um über 30% gefallen in den letzten Monaten. Und wir wissen ja alle, dass Mark Zuckerberg in den letzten Wochen auch 11.000 Leute entlassen hat. Es wird weitere Massenentlassungen geben. Also dieses Unternehmen ist dadurch ganz groß ins Schwimmen gekommen. Zudem hat Facebook dadurch der Ruf von Facebook ganz erheblich gelitten. Mark Zuckerberg steht auch nicht mehr als der große Zukunftsvisionär da. Irgendwo bricht doch die ganze Scheiße. Ich hoffe halt, dass es immer mehr Menschen gibt, auch mit viel Macht und viel Geld, die auch aufwachen, beziehungsweise dann auch gegen ankämpfen. Ich bin nicht der Meinung, dass es so einfach zu sagen ist, dass es da jetzt einen Tisch gibt von Menschen, die alles entscheiden. Ich glaube, es gibt immer noch auch genug Menschen, die auch Macht und Geld haben, die dagegen kämpfen. Sonst wären wir, glaube ich, auch schon viel weiter in der Entwicklung bei der ganzen Geschichte, weißt du? Und ich hoffe und glaube, dass es immer mehr wird auch. Der Alberto hat gerade gesagt, wenn man nur noch im Metaverse Geld verdienen kann, hängen alle drin. Das sind alles Zeichen, die einen wirklich ermutigen. Weil es tatsächlich auch der Hintergrund ist zum Beispiel, dass sehr viele Eltern nicht wollen, dass ihre Kinder mit solchen Brillen im Kinderzimmer sitzen. Und das ist für mich endlich mal ein Umbruch, weil die ganzen Eltern... Vor allen Dingen, was man auch nicht unterschätzen darf, dass wir als Gesellschaft, wir als die Leute, die vielleicht jetzt nicht Milliardäre sind oder die krasse Macht und das Geld haben, dass wir immer noch die Mehrheit sind. Und wenn wir alle irgendwann oder große Teile von uns aufwachen und wir uns zusammenschließen und sagen, nein, das geht nicht so weiter und die keine Kontrolle mehr über uns haben, dann kann man da auch wirklich was gegen tun. Deswegen ist es auch wichtig, dass Leute halt in der Öffentlichkeit sich hinsetzen und hinstellen, so wie ein Ernst Wolf, und diese Themen so ansprechen. Weil umso mehr Menschen aus der Gesellschaft, weil wir sind die eigentlich, die am Ende des Tages, wie Keanu auch gesagt hat, wir entscheiden, ob wir es mitmachen oder nicht. Wenn wir nicht mitspielen, wenn wir alle wach sind, wenn wir alle bewusst sind, müssen wir diese Dinge nicht mittun und dann können diese Dinge auch nicht mehr so einfach durchsetzen, weißt du? Sie ja zugelassen haben, dass ihre Kinder den ganzen Tag entweder mit dem Handy rumsitzen oder vorm iPad sitzen und den ganzen Tag nur noch streichen, statt irgendwas selber zu lesen. Die Eltern haben offensichtlich jetzt eine Schwelle erreicht, wo sie sagen, nee, so geht's nicht weiter. Und ich denke, der nächste Schritt wird dann vielleicht sein, dass diese Eltern ihren Kindern dann auch mal wieder gelegentlich ein Buch oder auch zwei Bücher kaufen oder den Kindern auch mal wieder selber was vorlesen. Also ich sehe da auch wirklich sehr positive Anzeichen. Ja, finde ich ganz wichtig auch anzusprechen, vor allem auch nochmal unsere Redefreiheit. Wir wurden in meinem letzten Webinar angegriffen und zwar...
Nicht immer so skeptisch, meine lieben Freunde. Solange wir daran glauben, ist es auch möglich. Wenn wir selber nicht mehr daran glauben, dass sowas passieren kann, dann ist es auch weniger möglich in unserer Welt. Und umso mehr Menschen so glauben, umso weniger ist auch das Potenzial, dass wirklich was passieren kann. Umso mehr Menschen an das Gute glauben und nicht so pessimistisch sind, sondern eher optimistisch sind und sagen, ich tue was dafür, dass mehr Menschen aufwachen, ich gehe als gutes Beispiel voran, ich glaube daran, dass wir als Menschen das aufhalten können, diese Entwicklung, dann kann es auch passieren. Wenn alle sagen, ja, nee, wird eh nicht passieren, kommt eh so, wie die wollen, scheiß drauf, ich gebe mich einfach hin und ich bück mich, das ist halt nicht die richtige Herangehensweise, weißt du, wie ich meine? Dein Gast, was geht ab, man? Man versucht, uns dort mundtot zu machen. Man versucht, den Livestream zu hacken und lahmzulegen. Es ist den Angreifern nicht gelungen. Es konnten zwar knapp 10.000 Zuschauer nicht in dieses Webinar reinkommen. Allerdings muss man auch sagen, wir haben dort über die Agenda des World Economic Forums gesprochen. Also eigentlich kein Wunder, dass es Widersacher gibt, die uns hier sperren oder mundtot machen wollten. Und ich möchte trotzdem noch mal an dem Buch festhalten. Ist auch der Grund, warum wir hier so wenige Zuschauer haben, Freunde, ja? Bezos sagt sich, nee, Digga, die reden hier über meine Kollegen, das müssen wir unterbinden. Es hat mich wirklich gefesselt und du hast so tiefgründig recherchiert, wie es wahrscheinlich noch keiner gemacht hat. Bist du auch auf Widerstände gestoßen bei deinen Recherchen? Also wie bist du denn vorgegangen? Hast du auch auf offizieller Seite? Wenn du aufhörst zu kämpfen, hast du schon verloren. So, Onur, sehe ich genauso. Dafür einmal Bizepsflex. Informationen eingeholt, wurde dir was verweigert, waren die kooperativ? Vielleicht kannst du auch zu dieser Arbeit mal ein bisschen was sagen. Ich glaube, das interessiert die Menschen auch. Also kooperativ war das WEF insofern gar nicht, weil ich habe sehr viele Seiten mir vorher gemerkt oder selbst in eine Datei gelegt. Und als ich das Buch dann angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt, dass sehr viele von diesen Dateien plötzlich nicht mehr auffindbar waren. Also das WEF hat in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren die ein oder andere Datei verschwinden lassen. Und die Rate, mit der es die Dateien verschwinden lässt, die hat ganz gewaltig zugenommen. Also das Letzte, was verschwunden ist, nur ganz interessant, um was Aktuelles anzusprechen, ist das FTX, der pleitegegangene Kryptohandel, dass der einer der Partner des WEF gewesen ist. Das aber am 11. November, direkt nach der Pleite von FTX und nachdem klar wurde, dass FTX ein Betrugsunternehmen gewesen ist, ist diese Seite weggenommen worden vom kurz mal einfach gelöscht auf entspannt. WEF. Ich küsse dein Herz. Also das WEF arbeitet da ganz heftig daran, an der Manipulation der Öffentlichkeit. Aber für mich ist das auch wiederum ein Zeichen nicht der Stärke, sondern der Schwäche. Die Leute müssen offensichtlich verbergen, was sie da in Wirklichkeit tun. Und deswegen, also ich habe mich natürlich nicht auf deren eigene Informationen verlassen, aber es gab genügend Informationen. Es gibt genügend Leute, die einiges im Hintergrund gewusst haben. Aber ich muss sagen, alle meine Informationen, die ich in dem Buch gegeben habe, und ich habe nicht alles rausgelassen, was ich wusste. Ich habe viele Sachen, die also auch ins Private gehen, also über Klaus Schwab, über seine Ehe und über seine Hintergründe, über seine andere Stiftung, die er gegründet hat, mit der er sich natürlich auch selber bereichert hat. Ich habe das alles weggelassen. Ich habe gedacht, es reicht einfach, die Funktion des WEF da mal ganz klar zu erklären, weil es gibt da natürlich am Rande unendlich viele kleine kriminelle Delikte, die man auch noch mit hätte reinbringen können. Aber ich wollte mir da auch nicht so viel Angriffsfläche bieten, sondern ich bin nur auf die Dinge eingegangen, die eigentlich mehr oder weniger in der Öffentlichkeit sind. Also zum Beispiel, ich habe ja diese Liste aufgestellt mit den 120 strategischen Partnern. Da habe ich ganz kurz erklärt, wer diese Unternehmen sind, was diese Unternehmen machen, wie viele Leute die beschäftigen. Das ist also der zweite Teil. Und der dritte Teil, das sind dann die Young Global Leaders. Diese Listen sind auch manipuliert worden vom WEF. Da sind einige Namen verschwunden. Wir haben jetzt mit einem Team versucht, die Originallisten wiederherzustellen. Das ist uns weitgehend auch gelungen. Also ab 2004 sind diese Young Global Leaders dann da drin. Was die Global Leaders for Tomorrow angeht, da gibt es noch eine Liste im Internet, die heißt WikiSpooks. Da kann man sich die selber nachlesen. Also diese Liste wird wohl wahrscheinlich nicht gelöscht werden können, weil die hat die ganze Zeit überlebt. Deswegen haben wir sie auch aus Platzgründen nicht in das Buch mehr übernommen. Das ist ganz, ganz spannend. Also zwei Dinge, die du angesprochen hast. Zum einen diese Information, die du nicht drin hast. Darüber können wir natürlich gerne auch im geschlossenen Bereich reden. Aber auf der anderen Seite möchte ich nochmal FTX aufgreifen, um die Dimension klar zu machen. Denn die Dimension war, FTX hatte einen Firmenwert von 40 Milliarden US-Dollar. Der Gründer, Sam Bankman-Fried, war der zweitgrößte Spender bei den letzten US-Wahlen. Also hat mit 40 Millionen US-Dollar Joe Biden unterstützt und hat gesagt, sollte es dazu kommen, dass Donald Trump gewählt wird, würde er 1 Milliarde an die Demokraten spenden. Also auch das unfassbar. Dazu kommt dann, dass scheinbar die Ukraine auch Gelder, also Hilfsgelder aus
EU-Kreisen dort geparkt haben sollten, die unter Umständen auch verschwunden sind. Hier wird gerade recherchiert. Und was mich noch betroffener macht, ist, dass... Mies recherchiert, nicht recherchiert. Der Herr, der diese Plattform in den Sand setzt, auf der über 1 Million Nutzer täglich 10 Milliarden US-Dollar im Schnitt bewegt haben, mittlerweile sogar öffentlich beim Wall Street Journal war es, glaube ich. Bei der New York Times, an einer Podiumsdiskussion zumindest digital teilgenommen hat. Und kleine Umfrage im Chat jetzt mal hier an der Stelle. 1 für Biden, 2 für Trump. Da bin ich mal gespannt, Alter. Gebt mal eure Meinung und sagt eure ehrliche Meinung. 1 für Biden, 2 für Trump. Wen hättet ihr gewählt? Der nicht hinter Gittern verweilt, sondern in der Öffentlichkeit sogar noch PR-Arbeit betreibt, schockiert mich aufs Tiefste, was mir auch zeigt, wenn die SEC, die ja da stark mit vernetzt war, also die amerikanische Börsenaufsicht, hier keinen Riegel vorschiebt und nicht die Geheimdienste... Moody sagt 3 Leon. ...diesen Mann suchen, dann frage ich mich natürlich, was steckt dahinter? Und man muss eines wissen, 1000 Partner, die das World Economic Forum hat, einer davon war FTX, dass man den dann einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit darstellt, ihn leugnet oder ignoriert aufgrund dessen, finde ich auch sehr, sehr, sehr krass. Also ich glaube, da gibt es noch viel wichtigere Hintergrundinformationen, die wir heute in dem Video gar nicht besprechen können. Aber das zeigt einfach nur mal, wie vernetzt das alles miteinander ist. Und wir haben bei der transhumanistischen Agenda ein Stück weit einen Punkt ausgelassen, der mich auch noch, oder den ich für sehr, sehr wichtig... Viele schreiben niemand, wenn ihr euch entscheiden müsstet, ich will nur, wenn ihr euch entscheiden müsstet quasi, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Ist es, glaube ich, das, was viele auch noch nicht verstehen, dass das letzte Puzzleteil, das eben in diesem Zusammenhang fehlt, auch wieder das Geld ist. Denn wenn wir es schaffen sollten, dass wir alles, also alle digitalen Identitäten miteinander verbinden und letzten Endes das Geld der letzte Tropfen ist, dann sind wir genau im Orwellschen Szenario ernst. Und es hat sich viel in der digitalen Agenda in den letzten Monaten aufgetan. Darüber haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gesprochen. Wo ist denn der aktuelle Ist-Zustand? Denn die Menschen haben, glaube ich, nicht wirklich mehr den Überblick bei all den Themen, die derzeit um uns herum. Ich hätte jetzt auch 2 reingehauen. Und passieren. Ja, der Ist-Zustand ist sehr schwer zu erklären. Also der Ist-Zustand ist so, was das Finanzsystem angeht, dass im Moment mit dem Turbo die CBDCs durchgebracht werden sollen. Also nochmal zurück auf FTX. Also dass Sam Bankman-Fried frei herumläuft, ist für mich ein Indiz dafür, man lässt ihn frei herumlaufen, um Kryptowährungen zu diskreditieren. Weil Sam Bankman-Fried ist ein Betrüger. Der hat also für sich selbst 1 Milliarde eingesteckt, für sein Unternehmen 2,3 Milliarden eingesteckt, die alle verloren sind, die nicht mehr aufzufinden sind. Der Mann lebt in einer 50-Millionen-Villa auf den Bahamas irgendwo. Also das ist ein ganz offensichtlicher Betrüger. Aber der darf im Moment frei rumlaufen. Und warum darf er das? Weil der Mann diskreditiert die gesamte Kryptoszene. Und was wird passieren, wenn man digitale Zentralbankwährungen einführt? Die Leute werden reihenweise nach einem Ausweg suchen und ganz viele Leute hätten diesen Ausweg entweder in Bitcoin oder in Ripple oder Cardano oder sonst anderen Kryptowährungen gesucht. Und diesen ganzen Bereich, den will man im Moment in den Dreck ziehen, den will man mit Schmutz bewerfen, den will man unglaubwürdig machen. Und das macht man, indem man Bankman-Fried einfach die Möglichkeit gibt, sich weiter da zu entblößen. Also da steckt eine ganz klare Taktik dahinter. Was den übrigen Zustand der Entwicklung der künstlichen Intelligenz angeht, also ich glaube, da sollten wir uns alle keine großen Illusionen mehr machen, weil wir alle unterliegen der künstlichen Intelligenz schon seit längerem. Also wir wissen ja, dass die Zentralbanken seit 2007, 2008 alle auf BlackRock angewiesen sind, die damals nicht genug Informationen hatten und auf das der Finanzdatenanalysesystem Aladdin von BlackRock zurückgreifen müssten. Und das ist nichts anderes als künstliche Intelligenz. Also künstliche Intelligenz, die alle Informationen aus dem Finanzsystem aufsaugt und gleichzeitig Zukunftsszenarien durchspielt. Also Großunternehmen können sich mit Aladdin vernetzen und da so bestimmte Zukunftsszenarien dann durchspielen. Also was passiert zum Beispiel, wenn 23 der nächste Lockdown kommt? Wie betrifft das mein eigenes Unternehmen? Wie betrifft das bestimmte Umtauschfrequenzen und so weiter? Also da kann man sich alles schon erzählen. Und dieses System bestimmt heute auch schon die Politik der Zentralbanken und damit auch all die Preise, die wir jeden Tag im Alltag bezahlen. Also wir unterliegen längst dieser künstlichen Intelligenz. Es ist wirklich, wirklich Zeit aufzuwachen und sich aufzustellen und zu sagen, das kann so nicht weitergehen. Aber es wird so nicht weitergehen, weil diese Agenda, wie gesagt, die Agenda funktioniert nicht, weil die Agenda ist total unmenschlich. Die lässt sich mit der Selbstbestimmtheit des Menschen nicht vereinbaren. Die einzige Frage, die sich für mich immer noch stellt, ist, wann wird das Ganze kippen? Dass es kippen wird, ist für mich ganz, ganz außer Zweifel.
vor allem zu AI, um noch ein, zwei Praxisbeispiele zu nennen. Gut, also der Bruder ist auf jeden Fall auch noch zuversichtlich. Wichtig, die Zuversicht nicht verlieren und nicht einfach sich dem Scheiß hingeben. Ich bin vor wenigen Wochen auf das Unternehmen OpenAI gestoßen, bei dem übrigens auch Elon Musk der größte Aktionär und Investor ist, wieder mal. Und wenn man dort beginnt, selbst mal Fragen in die, also in die künstliche, also in die AI zu werfen, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, dann kommt am Ende des Tages, kommen Ergebnisse raus, die haben mich einfach, also wirklich, die haben mich sprachlos gemacht. Du kannst quasi jede Frage in die künstliche Intelligenz werfen, du bekommst eine plausible, sauber ausformulierte Antwort. Und ich denke, dass es... Hat doch auch schon mit Dings angefangen, oder? Wie heißt die nochmal? Die Olle, mit der man quatschen kann, was Wohnung... Alexa, mach Licht an. Alexa, wie groß ist der Umfang der Erde und so ein Shit? Da hat es doch schon angefangen, oder nicht? Was viele wirklich selbst mal testen sollten, man kann es bei OpenAI prüfen, um einfach mal zu verstehen, wie weit diese künstliche Intelligenz mittlerweile fortgeschritten ist und wie stark sie uns auch schon an verschiedenen Lebensbereichen dominiert. Wie viele Berufe vor allem irrelevant werden. Also wenn wir uns mal den Journalismus anschauen, der ja maßgeblich davon lebt, dass er aus dem investigativen Bereich sowas herauszaubert, der wird in Zukunft wahrscheinlich zu Großteilen nur noch durch die künstliche Intelligenz gesteuert. Wozu braucht es überhaupt noch Journalisten? Wozu braucht es noch Grafiker, selbst künstliche Intelligenz? Wozu braucht es Künstler? Das hat ja auch Yuval Harari und so in seinem Interview auch so gesagt. Ja, künstliche Intelligenz kann bessere Kunst machen, kann besser Klavier spielen, kann besser unsere Emotionen triggern, kann besser aussuchen, welches Buch wir als nächstes lesen sollen, welche Musik wir hören sollen, welche Videos wir uns reinziehen sollen. Also wir sollen einfach unseren eigenen Menschenverstand abschalten und nur noch auf die künstliche Intelligenz vertrauen und auch das Glauben an Gott damit abschließen und sagen, wir beten jetzt eine künstliche Intelligenz an. Das hat er ja so beschrieben. So soll das hingehen. Fühle ich nicht, feiere ich nicht, prägt mich nicht. In der Lage, Bilder zu designen, wenn du gewisse Begriffe vorher hereingibst. Also all diese Berufszweige werden hier, wenn wir die Menschlichkeit verlieren, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil und die Selbstbestimmung, in Zukunft leiden. Deswegen sollte es jedem im Interesse sein, dass wir auch ein Stück weit daran festhalten, dass das in einem kontrollierten Ausmaß abläuft. Gibt es denn Möglichkeiten, wie wir auch hier wieder Einfluss nehmen, deiner Meinung nach? Ich denke, da kann jeder im Alltag anfangen. Also gerade den jungen Leuten kann ich immer wieder nur sagen, also hört auf, immer digital zu bezahlen bei jeder Gelegenheit. Benutzt mal wieder das Bargeld, seht dafür. Ja, da bin ich auch halt ein nicht gut bei, Alter. Ich zahle oft mittlerweile mit meinem Handy, seitdem es dieses Apple Pay gibt. Zweimal rechtsklicken, einfach draufhalten, ist halt easy. Weißt du, wie ich meine? Dazu, dass das nicht noch weiter zurückgedrängt wird. Und jungen Eltern kann man immer wieder nur sagen, also schützt eure Kinder vor diesen waren mit den iPads und diesen ganzen elektronischen Geschenken, gerade jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht, kauft denen mal wieder ein Buch oder lest denen mal wieder was vor, spielt mal mit denen wieder. Also ich denke, dass hier, bevor ich den sperre, will ich das kurz vorlesen. Real Talk, sich mit sowas zu beschäftigen, ist doch für Hobbylose. Ich bin raus, viel Spaß euch. Der geht jetzt rüber auf TikTok oder macht sich eine Seite in Pornhub auf, Alter, und holt sich einen runter und bleibt einfach im Schafmodus, Digi. Ich will hier dafür sorgen, dass wir nicht im Schlafscharf-Modus sind, sondern uns mit den Sachen beschäftigen, die eventuell auf uns zukommen. Und wer sagt, dass das hobbylos ist, der ist lost. Wach auf! Da gibt es tausend Möglichkeiten. Bisschen emotional geworden an der Stelle, wie ich. Im Alltag sich dieser ganzen Entwicklung zu widersetzen. Also man muss nicht alles einfach so hinnehmen. Und ich glaube aber auch, dass die Menschheit so langsam einen Punkt erreicht hat, wo das also auch genug ist. Also ich kenne jetzt über meine Kinder auch junge Leute, relativ viele junge Leute, wo ich merke, dass eine gewisse Sättigung auftritt. Also die waren immer eine ganze Zeit lang sehr begeistert. Minecrafted in, man. So. Von dieser ganzen Digitalisierung. Aber die merken dann auch irgendwann, dass es doch einen Unterschied macht, ob man digital zu Hause ist oder ob man an der frischen Luft irgendwie Sport treibt. Da gibt es schon gewisse Unterschiede. Und man sollte nicht vergessen, dass wir alle aus der Natur kommen und eigentlich auch in die Natur gehören und nicht irgendwie auf einem Stuhl vor einem digitalen Gerät geboren wurden und unser Leben davor verbringen. Feier ich, Digga. Feier ich. Ich denke, das schönste Beispiel ist auch, wenn man die Kinder anspricht, einfach einmal die ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und vor allem was dabei heraus. Ich war vorhin auch einen kleinen Spaziergang machen. Draußen schön. Hier ist so ein kleines Waldstück. Bisschen genossen, bisschen eingeatmet. Einfach die Natur genossen. Das tut uns Menschen brutal gut.
kannst du sagen, was du willst. Auch wenn man manchmal so vielleicht keinen Bock hat oder denkt, ah, scheiß drauf, ich will mir lieber irgendeinen Film oder eine Netflix-Serie reinziehen. So. Jedes Mal, wenn man in die Natur geht, merkt man schon, dass es einem gut tut. Oder Chad, sei ehrlich so. Jeder spürt das. Es kommt, wie sich die Kinder entwickeln, wenn man nicht ständig am Handy nebenher rumdattelt und sich wirklich darauf fokussiert, dass es noch mehr gibt als das, was wir hier gerade sehen. Schau. Das hatte ich auch letztens zum Beispiel, bin ich so im Einkaufsladen, gerade einkaufen, leg meine Sachen so aufs Band. Und dann war da ein kleiner Junge, der hat so ein bisschen rumgespielt und rumgetanzt und mit seinem kleinen Bruder war der irgendwie. Und dann hat er seinen Vater, dann hat er irgendwie gesagt, 5 minus 10 ist 10. Und das hat er so 3-4 Mal wiederholt. Und dann hat er seinen Vater gefragt, Vater in der Schlange am Handy so. So, nur am Handy gewesen, hat sich so Handy reingezogen. Der Sohn steht so nebendran, guckt den voll begeistert an und sagt so, oder Papa? 5 minus 10 ist doch 10, oder? Der Vater guckt kurz zur Seite so und ist wieder am Handy. So. Digga, ich war kurz davor, dem Sohn zu sagen, ey, hör mal zu. 5 minus 10 ist minus 5, Bro. Das ist so traurig, Mann. Leute kümmern sich gar nicht mehr um ihre Kinder richtig, weil die selber an dem Device die ganze Zeit abhängen. Schau mal das nächste Thema an, und zwar das Thema Kriege hat mich auch sehr empört, und zwar man geht ja davon aus, dass Kriege zwischen einzelnen Staaten stattfinden. Doch wenn man weiß, dass das ist doch das Geilste, was du machen kannst, ist doch in dem Moment deinem Sohn was beizubringen oder ihm die Wahrheit zu sagen. Und du kannst mir doch nicht sagen, dass es mehr satisfying ist, am Handy gerade irgendwie eine Tinder-Olle zu swipen oder was auch immer du da gemacht hast. Und MIG-Forum mittlerweile an allen Staatsoberhäuptern dran ist, zumindest nahezu an allen. Es gibt ja auch Strittigkeiten darüber, ob Wladimir Putin überhaupt noch Teil des World Economic Forums ist. Aber wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann die Frage, an welchen Kriegen war das WEF deiner Meinung nach denn direkt oder vielleicht indirekt beteiligt? Was geben deine Recherchen hier aus deinem Buch? Na, die ganz einfache Sache ist die, dass wenn einer auf der Welt in den letzten 50 Jahren Kriege hat verhindern können, dann wäre das Klaus Schwab gewesen. Also nehmen wir mal das Beispiel Ukraine-Krieg. Klaus Schwab ist bestens bekannt mit Wladimir Putin, er ist bestens bekannt mit Herrn Zelensky, er ist bestens bekannt mit Joe Biden, er hätte Macron mit an den Tisch nehmen können, er hätte Olaf Scholz mit an den Tisch nehmen können. Solche Leute, die so viel Macht und so viel Connections haben, könnten halt auch wirklich für das Gute kämpfen, ne? Das ist krass. Er hätte diese ganzen Leute zusammenbringen können und in einer stillen Runde in Davos mal sagen können, Leute, legt mal eure Differenzen auf den Tisch, wir diskutieren das mal aus und wir verhindern, dass es dann zum Waffengang kommt. Er hat nichts dergleichen. Ja, weil da ganz andere Interessen im Hintergrund noch stehen. All about the Benjamins wahrscheinlich wieder. Ja, also und das gilt nicht nur für den Ukraine-Krieg, sondern es gilt auch für alle anderen Auseinandersetzungen der Vergangenheit. Also es gibt einen Menschen auf der Welt, der die Handynummern von allen Führern der Welt und von allen Konzernspitzen der Welt in seinem Handy, die Nummern in seinem Handy hat und der diese Leute sofort erreichen kann und denen sofort sagen kann, pass mal auf, so geht es nicht. Wir müssen mal miteinander reden. Wir müssen sehen, dass wir die Menschen schützen vor dem, was sie jetzt gerade im Moment bedroht. Aber Yasser, sagt Leon, seit den Probo-Zeiten verfolge ich dich aktiv. Du bist ein Mensch mit einem reinen Herzen. I love you, man. Yasser, dafür gibt's Bizeps, Digga. I love you too, man. Danke für die schönen Worte. Hat geschwiegen und das ist für mich, der hat sich damit schuldig gemacht. Ja, wichtig anzusprechen, vor allem in der Zeit, in der... Oh shit, jetzt kommt USA und der Ukraine-Krieg und zum Schluss noch Fragen aus der Community. Wir uns heute bewegen, in der auch ein dritter Weltkrieg vielleicht auch gar nicht mehr wirklich auszuschließen ist, als die Nachricht kam, dass in Polen mutmaßlich eine russische Rakete eingeschlagen ist, ist, glaube ich, jedem erstmal der Atem angehalten. Es hat sich dann recht schnell aufgeklärt und mich hat es auch gewundert, dass seitens Washington so schnell die Informationen kamen. Welche Rolle spielt denn derzeit die USA in dem ganzen Zusammenhang? Also für mich vor allem bedrückend, wenn man sich anschaut, dass Olaf Scholz mit Joe Biden auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion in einem Gespräch war und Joe Biden dabei sogar noch sagte, dass wenn es zum Einmarsch und zur Invasion Russlands in der Ukraine käme, dass Nord Stream 2 nicht mehr existiert. Siehst du hier Zusammenhänge? Und vor allem, wenn du sie siehst, warum sieht sie der restliche Journalismus nicht? Na, der restliche die wollen es nicht sehen, Bro. Das versucht immer eine Seite zu ergreifen. Also entweder die Leute sind auf der Seite der USA oder sie... Auf der richtigen Seite sein ist das Wichtigste. ...auf der Seite Russlands. Und das große Problem ist, die sehen nicht, dass es eine größere Kraft im Hintergrund gibt, die eigentlich die Fäden zieht. Also für mich ist das Weiße Haus noch nie entscheidend gewesen. Auf jeden Fall nicht in den letzten 120 Jahren. Also die Politik des Weißen Hauses ist im gesamten letzten Jahrhundert von den Großbanken der Wall Street bestimmt worden. Und die wird im Moment von den großen Vermögensverwaltern bestimmt.
Also wir haben ja schon erwähnt, wie unglaublich mächtig BlackRock ist. Aber man muss sich mal vergegenwärtigen, BlackRock hat als Hauptaktionär Vanguard, das ist die zweitgrößte Vermögensverwaltung. Und das ist, die beiden zusammen verwalten zusammen alleine schon über 17 Billionen Dollar. Die beiden sind aber zusammen auch noch Hauptaktionäre der nächsten 6 von den weiteren 8 größten, also von den 10 größten Vermögensverwaltern der Welt, sind 8 direkt abhängig von Vanguard und BlackRock. Also diese beiden Vermögensverwalter haben so viel Macht, wie noch nie irgendeine Bank, auch keine Großbank der USA, jemals gehalten hat. Und die geben den Ton an. Das zusammen mit den Digitalkonzernen. Weil die Digitalkonzerne sind natürlich auch ungeheuer wichtig. Erstens sind diese beiden, BlackRock und Vanguard, die Hauptaktionäre sowohl von Alphabet, Amazon, Microsoft und Apple, aber auch gleichzeitig haben die fast alle anderen Unternehmen auf der Welt in der Hand, weil die ja deren Datenströme kontrollieren. Also das hat es ja noch nie in der Geschichte der Wirtschaft gegeben, dass ein Zweig, ein Bereich, nämlich die IT-Industrie, über die Interna aller anderen Industrien Bescheid wusste. Und man muss sagen, diese großen IT-Konzerne, die wissen alles. Die wissen alles über jedes mittelständische Unternehmen. Die wissen auch alles über jedes andere Großunternehmen. Deswegen sind die so mächtig. Und deswegen muss man sich nicht damit aufhalten, sich zu überlegen, was macht denn Joe Silicon Valley in, man? Was macht Olaf Scholz? Man muss einfach sich immer wieder vergegenwärtigen, die beiden sind nichts anderes als Marionetten, die das ausführen, was die Großen im Hintergrund gerne mögen. Und natürlich mögen die im Hintergrund sehr gerne, wenn die Leute immer wieder ablenken. Wenn die also für kleine Skandälchen sorgen oder wenn die sich bekriegen, wenn das dann darum geht, also hat der irgendwie recht oder hat der recht? Ist Putin nun im World Economic Forum, ist er nicht im World Economic Forum? Putin hätte das Ganze schon längst aufklären können. Er hätte sich mal ganz klar dazu äußern können. Klaus Schwab hätte sich auch dazu äußern können. Keiner von denen äußert sich dazu. Die wollen, dass diese Konflikte immer schwelen, weil so kann deren Agenda einfach weitergehen. Dann schauen wir uns doch mal an, was die Zuschauer fragen. Guter Mann auf jeden Fall, der Ernst, oder Chat? Sag mal ehrlich, Alter. Eins in den Chat, wenn ihr den Ernst auch feiert, ja? Ich richte, lieber Ernst, und zwar, wie kommt es, dass in diesem Land so eine schlechte Politik das Volk vernichten darf und sich keiner wehrt? Ist jetzt mal eine allgemeine Frage, fand ich toll. Biggie Hook fragt das. Ja, das liegt an dem Unwissen der Mehrheit der Menschen. Also die Mehrheit der Menschen versteht einfach nicht, was um sie herum passiert. Die Leute haben vor 2,5 Jahren geglaubt, dass sie durch eine Krankheit unglaublich bedroht werden. Die Leute glauben jetzt zum großen Teil, dass sie durch den Wandel des Klimas unglaublich bedroht werden. Die haben bisher noch nicht begriffen, dass dahinter eine Agenda steckt von sehr mächtigen und sehr wohlhabenden Menschen, die versuchen, ihre Macht unter Bedingungen aufrechtzuerhalten, unter denen diese Macht eigentlich nicht aufrechtzuerhalten ist. Also wir haben ein zerfallendes Finanzsystem, auf dem die Macht dieser Elite basiert. Dieses Finanzsystem funktioniert nicht mehr, deswegen greifen die zu diesen ganzen Lügen. Und wenn diese ganzen Lügen, so wie es jetzt in der letzten Zeit Gott sei Dank langsam passiert, wenn die alle aufbrechen und aufplatzen, dann wird die Macht dieser Leute auch immer bröckeliger werden und dann wird die auch irgendwann enden. Danke. Hoffentlich. Die nächste Frage kommt von Hasso Senz. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hasso! Welche Rolle spielte das WEF im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg und den aktuellen Kriegen? Gut, es gibt ja mehrere Kriege aktuell. Ich nehme jetzt mal an, Russland, ja, genau. Ukraine und Taiwan, China oder vielleicht auch Iran. Das können wir ja mal vielleicht mal ein bisschen zusammenfassen. Ja, auch der Kalte Krieg war ja eine große Ablenkung der Leute. Also im Rahmen des Kalten Krieges haben ja da... Wir sind alle eine Menschenfamilie. Bester Mann, Bro. Du hast es verstanden, Yasser. Auch im Hintergrund die Großbanken der USA eine ganze Menge Geschäfte gemacht. Also man muss immer bedenken, dass auch die Errichtung der Sowjetunion, also selbst die russische Revolution wird uns ja als etwas Falsches verkauft. Also die russische Revolution als Revolution hat es nie gegeben. Das ist ein Putsch gewesen, der ist damals finanziert worden, hauptsächlich von Deutschland, vom Deutschen Kaiserreich. Und da waren also westliche Geldgeber dahinter. Das Gleiche gilt für den Zweiten Weltkrieg und für die Aufteilung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist nie so gewesen, dass es da tatsächlich immer nur diesen Disput gegeben hat zwischen Russland und dem Ostblock, sondern dieser Disput ist immer angeheizt worden, vor allem damals vom militärisch-industriellen Komplex, weil der hat daran richtig verdient. Weil damals haben wir die Zeit der ungebremsten Aufrüstung erlebt. Da ist der militärisch-industrielle Komplex immer stärker und immer mächtiger geworden. Nur der ist inzwischen abgelöst worden durch den digital-finanziellen Komplex, der heute noch mehr Macht an sich gerissen hat als dieser alte Komplex damals. Super. Dann schauen wir uns die nächste Frage. Ich feiere seine Ansichten auf die Dinge so, weißt du? Vor allen Dingen ist nicht einfach nur so das, was uns quasi auch beigebracht wurde in der Schule etc., sondern er hat selber einfach mal eine Recherche betrieben und gibt jetzt so seine Meinung dazu ab.
Und ich finde es einfach interessant. Ist cool, sich reinzuziehen. Auch mal eine andere Perspektive von den Dingen zu bekommen, weißt du? Von Gringo06. Wie würde deiner Meinung nach ein optimales Finanz... Daniele Ganser macht sehr gute Videos über das US-Imperium. Ja, ja, ich weiß. System. US-Imperialismus hat er geschrieben, sorry. Wenn es ausschließlich nach dem Volk und nicht den Eliten gehen. Ich habe mal auf ein Video von ihm reagiert und dann wurde mein Stream offline genommen, als ich einen Daniele Ganser Vortrag mir reingezogen habe über den Imperialismus. Da ging es auch zwar sehr, also kurz nach dem Anfang des Ukraine-Krieges so. Würde. Ja, das Wichtige ist, dass man das nicht technisch oder technologisch betrachten muss. Also, er hat mies recherchiert. So. Keine Kryptowährung, die irgendwie technologisch so raffiniert. Ich sag auch nicht, dass man ihm glauben soll, mir glauben soll oder, keine Ahnung, dem Dominik glauben soll. Aber ich finde es halt immer geil, ein paar Perspektiven auf eine Sache zu bekommen und nicht immer nur eine Seite der Medaille zu sehen, sodass man halt irgendwie sich ein paar Informationen reinziehen kann und dann selber als Mensch seinen Verstand einschalten kann und dann das glaubt, was man selber für sich als für richtig empfindet. Also das ist, glaube ich, so die beste Variante einfach. Man sollte nicht immer eins zu eins von irgendwelchen Leuten irgendwas übernehmen, sondern man sollte seinen eigenen Menschenverstand anschalten. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man auch die Meinungen von verschiedenen Leuten zu verschiedenen Sachen bekommt, damit man dann überhaupt eine Auswahl treffen kann. Wenn du die ganze Zeit nur eine Seite der Medaille siehst, dann hast du ja gar nicht auf dem Schirm, dass es eventuell noch eine andere Seite gibt. Gestaltet werden kann, dass sie wirklich demokratisch ist. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Geld selbst ist undemokratisch. Geld hat die Eigenschaft, sich ungleich zu verteilen. Und das größte Problem in der Welt ist die Ungleichheit. Die Ungleichheit, ich meine jetzt nicht, ich bin jetzt keiner, der für die absolute Gleichmacherei plädiert. Aber wenn die Ungleichheit ein bestimmtes Maß überschreitet, dann wird es sozial, wirtschaftlich und finanziell gefährlich. Und genau das sehen wir in unserer Zeit. Unsere Zeit ist dadurch geprägt, wir haben die höchste Ungleichheit in der Geschichte der Menschheit. Es hat noch nie so wenige Ultrareiche gegeben wie in unserer Zeit. Und es hat noch nie eine Zeit gegeben, in der 24 oder 36 Leute so viel besessen haben wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Und das ist einfach ein ungesunder Zustand. 24 oder 36 Leute, das ist krass. Deswegen ein gesundes Geldsystem, ein gutes Geldsystem ist ein Geldsystem, bei dem der Mensch über die Verteilung des Geldes teilweise bestimmt. Also da müssen gewisse Grenzen gesetzt werden. Und ich finde, also für mich wäre ein gutes Geldsystem zum Beispiel eins, wo die Geldschöpfung selber besteuert wird. Ich finde, man sollte bestimmte Bereiche der Gesellschaft einfach aus diesem ganzen kapitalistischen Wettbewerbsprinzip rausnehmen. Also dazu gehört für mich der Bereich der... So menschliche Sachen, so Gesundheit und sowas, ne? Gesundheit, der Bereich der Erziehung, der Bereich der Ausbildung und der Bereich der Altenpflege. Ich finde, das sind Bereiche, in denen sollte Geld keine Rolle spielen. Deswegen sollte man bei der Geldschöpfung einen bestimmten Teil des Geldes durch Besteuerung in diesen Bereich hineinfließen lassen, damit dieser Bereich für sich ganz alleine funktionieren kann. Ansonsten kann man das... Damit so das menschliche Thema und das Gesundsein und diese ganzen Sachen einfach abgedeckt sind. Ja, hört sich sinnvoll an. Wettbewerbsprinzip meiner Meinung nach sollte man auf jeden Fall aufrechterhalten. Ich finde allerdings, man sollte zwei große Einschnitte machen, damit diese Welt etwas demokratischer wird. Erstens, man muss das große Finanzcasino stilllegen. Also es geht nicht an, dass dieses ganze Derivate-Casino, also diese Wetten im Finanzsystem, unser Leben tagtäglich bestimmen. Da muss eingegriffen werden, da muss... Das ist krass, da wetten Menschen teilweise auf Brot, auf Wasser, auf Korn, auf Getreide und diese ganzen Sachen. Und Menschen sterben, weil sie kein Brot haben. So. Und die wetten darauf und treiben die Preise in die Höhe und so eine Scheiße. Das ist einfach unmenschlich. Insgesamt sollte einfach die Menschlichkeit auch mal wieder mehr wert werden als alles andere. Weißt du, wenn jeder Mensch oder die meisten Menschen oder die Menschen, die über uns entscheiden, Menschlichkeit an erste Stelle stellen würden und nicht Geld und Macht, dann würde sich auch, glaube ich, schon einiges ändern. So. Und deswegen so Leute wie Ernst Wolf sind einfach nice, weil, keine Ahnung, die haben noch ein bisschen Werte, die haben noch so ein Gefühl für Menschen und dass ein bisschen Gerechtigkeit in die Welt reinkommt. Und das ist halt das, was ich mir wünschen würde. Es kann doch nicht wahr sein, dass es keiner schafft, da sich hoch zu scammen, der noch ein Herz hat. Halt geboten werden. Und das Zweite ist, die Macht der Digitalkonzerne muss unbedingt gebrochen werden. Und die muss man nicht mit Gewalt brechen, sondern die kann man auf eine ganz einfache Art und Weise brechen. Und zwar, man muss nichts anderes tun, als Lizenzen und Patente freigeben. Sobald die freigegeben sind, werden Apple und Amazon sich nicht mehr zurücklegen können und sagen können... Ernst for President. Wir sind die Ernster denn, man. Gib mir die Ernst-Vibes. Wir sehen das zum Beispiel an dem System Linux, an diesen ganzen Open-Source-Systemen. Die funktionieren, indem die Kreativität der Menschen gebündelt wird und zusammengebracht wird. Und die Kreativität der Menschen, die ist grenzenlos.
Die Menschen würden ganz schnell tollste Systeme entwickeln, wenn diese Behinderung durch diese ganzen Patenten und Lizenzen wegfallen würden. Also das sind für mich so die Ansätze, wie eine bessere Gesellschaft gestaltet werden könnte. So, und noch eine Abschlussfrage, und zwar, was treibt Ernst Wolf an? Sie leben doch sicher sehr gefährlich, fragt A.S. Also ich muss sagen, ich lebe relativ ruhig. Also ich finde nicht, dass ich besonders gefährlich lebe. Also natürlich ist das, was ich sage, für einige Leute nicht besonders angenehm. Aber ich muss sagen, erstens bin ich 72 Jahre alt und habe also wirklich ein tolles Leben gehabt bisher. Und zweitens muss ich sagen... Hat sich aber gut gehalten, Alter. Das sieht eigentlich aus, eher so Mitte 50 oder so hätte ich dir jetzt geschätzt. Ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder und ich fühle mich denen auch verpflichtet. Also ich möchte nicht, dass die in einem digitalen Gefängnis landen. Und das motiviert mich natürlich auch jeden Tag. Und außerdem, ich bin dafür, dass der Mensch als Mensch seine Selbstbestimmtheit behalten darf. Und deswegen kann ich mich nicht einfach zurücklegen mit dem, was ich in meinem Leben in den letzten 50 Jahren selber erlebt und gelernt habe. Da kann ich mich nicht zurücklegen, in irgendeine Hängematte irgendwo auf die Bahamas gehen, sondern da muss ich einfach da bleiben, wo ich jetzt bin. Und sehr gute Einstellung. Weitermachen. So einfach ist das. Ganz, ganz wichtig und wertvoll. Stark, Bro. Wir stehen hinter dir, Ernst. We show wie das Love, man. Klar. Lovelock Army ist auf jeden Fall am Start. Wir sind nicht viel, aber wir sind da. Ja, okay. Darf ich noch ganz was Persönliches sagen? Im Übrigen gibt es auch immer ganz wunderschöne Belohnungen. Also ich schwitze jetzt im Moment ein bisschen, weil ich diesen Pullover die ganze Zeit getragen habe. Ja. Den habe ich nicht umsonst getragen. Den habe ich deswegen getragen, den hat mir eine alte Dame aus der Schweiz zugeschickt. Und zwar als Dankeschön für meine Videos. Der hat gesagt, falls es tatsächlich zu einem Energieproblem in Deutschland kommen sollte, dann möchte ich, dass sie weitermachen und dass sie warm bleiben dabei. Sweet. Und ich finde, also das ist doch wirklich eine tolle Belohnung für unsere Arbeit. Als kleines Dankeschön, dass Sie so lange dran geblieben sind, liebe Zuschauer, möchten wir jetzt nochmal 10 Exemplare dieses Buchs verschenken. Also alle, die hier unten in die Kommentare schreiben, nehmen automatisch. Gebt euch böse, meine lieben Freunde. Macht mit bei dem Gewinnspiel, wenn ihr Bock habt. Sehr cool. Ernst Wolf, guter Mann. Man hat einiges wieder gelernt, sich einiges an Infos reingefetzt. Habt ihr auch Spaß gehabt beim Schauen, meine lieben Freunde? Gebt mal Feedback zu dem Video bzw. zu Ernst Wolf, zu den Wolfi-Vibes in die Kommentare rein hier, in den Chat rein.